viel Lebenszeit soll man hier drin verbringen in der Höhle, sag mal? Ist ja nicht so, dass sie nur groß ist. Hier gibt es auch so viele Rohstoffvorkommen. Da denke ich an mein Strip Mining nochmal wieder zurück, wo ich kaum was gefunden habe. Und dann das hier. Das pure Iron Ore wieder. Das gibt's auch nur in 10 Blöcken. Ja, da muss ich auch nochmal gucken hier mit diesem Overlay von den Erzen. Dort ist nicht ganz so, wie es sein sollte. Ach du Heilige. Kannst du ja nirgends lang buddeln, ohne dass du rauskommst. Noch mehr? Okay. Und so, ist das unten oder hier? Das ist unten, da kann ich nämlich schon mal wieder Platz im Inventar schaffen. So, nehmen wir uns nochmal wieder hier 6 raus. Kriege ich aber 8, ne? Na, ist egal. Fürs nächste Mal Kohle finden. So, aber den Boden hier, den mache ich schön mit der normalen Hacke. Falls wir wieder unten ankommen. Das hier ist auch schon wieder Freiraum. Meine Fresse. Ah. Gehen wir erstmal hier lang. Lapis können wir eigentlich auch gut gebrauchen. Lapis ist endlich sinnvoll. Ich hatte gerade ganz kurz, ich habe Holz gesehen und mich gefreut, dass wir eine Mine haben. Aber das war nicht so. Das war nur die Erde da. Ach, hier auch wieder. Keine 5 Meter buddeln. Oh, Entropie infusiert. Oh, was ist Tin? Schon wieder Tin. Auch auf die Gefahr hin, eine weitere Höhle zu finden. Ja, und da geht's runter. Deswegen wollte ich da hinten nicht diesen kleinen Weg gehen, sondern den großen offiziellen. Ein bisschen wegfräsen hier. Ach du hier, die ganze Decke ist ja voll. Lass mal auf etwas fräsen. Na, so geil finde ich jetzt das pure Iron Ore auch nicht.
Dass ich da hinten jetzt die ganze Decke noch beackern muss. Wenn wir den großen Rucksack nicht hätten, würde ich den Pilz da jetzt nicht mitnehmen, aber wir haben einen großen Rucksack. Ach du heilige wieder. Das ist auch so eine Sache. Warum gibt es dieses Poor Iron Ore? Wer hat sich gedacht? Leute, wir machen... Uppalalalala, uns gleich in die Hose. Nee, Quatsch. Wir machen einen Erz, in dem weniger drin ist, aber dafür sind die Vorkommen größer. Nein. Den kriegen wir wieder nicht kaputt. Und das war, glaube ich, wieder so einer mit dem roten Auge. Ja, also wir machen einen Rohstoff, der weniger gibt, aber dafür dann so viel davon, dass es sich ausgleicht. Ja, jetzt so eine Armbrust, ne? Ja, kommt doch her, ihr feigen Bastarde. Oh, 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 oh. Apropos feiger Bastard. Hat er wohl Angst vor Wasser? Oh, wir brauchen echt so ein Goldschwert. Wieso habe ich eigentlich kein Goldschwert gemacht? Haben wir noch Gold? Ja, dann geht's jetzt hier runter. Solange der Werwolf da ist, hat das alles gar keinen Sinn. Hier sind wir. Hm? Wieso habe ich hier noch Zeug gelassen? Habe ich das einfach nicht gesehen, oder was? Das wird wieder so ewig dauern, wegzusortieren. Wow. Das hat ihm, glaube ich, auch kaum Probleme bereitet. Ist das ein Zombie mit Skelettkopf? Also mit Glück und Zeitaufwand. Scheiße. Da war ich wieder zu gierig. Ich will da nur vorbei. Danke. Scheiße. Falsche Seite. Oh. Nee, das ist Kacke. Dann machen wir hier weiter. Wenn wir wieder zu Hause sind, brauchen wir Goldschwert. Mann.
Meine Fresse. Aber wir müssen dann eigentlich noch einen offiziellen Weg hinfinden. Achso, geht doch. Boah, diese Ollenwehrwölfe, die machen mich so fertig. Nee, nicht, wenn ich da drauf stehe. Das war nicht so gewollt. So, jetzt kann ich endlich mal die Fackeln hier fertig bauen. Eventuell auch ein paar neue. Jo, mit O. Ah, Server macht sich wieder nützlich. Wieso ist der Licht? Ist hier Lava? Ja. Sieht aber schon schön aus mit dem Marble. Ja, Eisen. Diesmal sehe ich es. Ah, den Hammer habe ich jetzt hauptsächlich dafür benutzt, damit ich hier schön Weg habe, zum dran vorbei zum Laufen. Ja. Yeah. Leckt zum Glück gar nicht. Moment, ich habe doch jetzt einen leeren Eimer. Los, verzisch dich. Meine Güte, das ist ein Moment, wo man sich wünscht, den Tick-Speed zu erhöhen. Ob da unten noch irgendwas Großartiges kommt? Ich glaube ja nicht, wenn das ein Gang ist, der so weit runter geht. Nee, sieht nicht so aus. Ich will nicht wieder zu dem Wolf. Hä? Ja. Mal gucken, ob hier was hinter ist. Ich hätte auch mal einen guten Tank mitnehmen können noch. Ach ja, stimmt, den habe ich ja voll gemacht, als ich die Wände gebaut habe. Also da hinten den Garten. Da war ja diese eine Lavaquelle, die habe ich versucht mitzunehmen. Aber bin bei der Ausführung nicht weit gekommen. Die Quelle war doch ein bisschen größer, als ich dachte. Das ist für solche Oberflächenseen eigentlich total ungewöhnlich. Na gut, aber was ist schon gewöhnlich in dem Pack, das ich mir hier zusammengeschnürt habe? Ah ja, apropos Pack. Und hast du nicht gesehen?
eine andere Sache, die ich noch im Kopf habe für diese große leere Plattform, die wir da haben, vor unserem Haus. Da könnte man auch schön einen Bahnhof einrichten. Immerhin habe ich doch Traincraft mit drauf. Habe ich einfach nur ausgeleuchtet und nichts mitgenommen. Sachen gibt's. Das ist Limestone, ja. Dieser eine Lavasee bei dem Sand, den fand ich ja auch noch sehr, sehr sexy. Aber den jetzt noch einzupacken, vor allen Dingen glaube ich, finde ich den nie wieder. Ich weiß nur, dass das in der Nähe von dem Zombie-Spawner war. Aber mehr auch nicht. Ich könnte jetzt natürlich nachgucken. Aber nee. Das ist so schön ruhig hier. Ich sollte öfter mal erstmal alles ausleuchten und dann. Ah, siehst du wohl, hier geht's noch weiter. Was ist das denn? Klang wie eine mit Asthma. War bestimmt wieder so ein Bliss. Bisschen deutlicher sprechen. Ach so. Die Musik passt super zu den Geräuschen. Machen wir mal ein großes Loch hier rein. Hier ist nix. Da ist was. Machen wir erstmal sauber hier. Wie sieht denn das aus? Okay, die Lava packen wir am besten direkt weg. Ist das hier wieder? Nee, den will ich gar nicht. Hier, komm, zurück. Den will ich. Ist das hier wieder so ein Gerät. Ne. Wenn ich hier Monster höre, muss es auch in eine Nebenhöhle gehen. Na, vielleicht wenn wir die Ressourcen hier uns einverleihen. Bauen wir mal ein bisschen großzügiger ab. Nö. Flug ja natürlich ab, da bin ich jetzt auch selbst schuld. Ja, die Jungs können jetzt überall sein. Ich werde nicht überall nachgucken. Kannst du knicken. Oh. So, und wieso habe ich hier auch nicht? Achso, weil ich da wieder zurückgehe. Wieder geflackert, das heißt, der Server hat wieder ein bisschen gelalalagt. So viel Gedöns. Der einzige Ort, von dem ich denke, dass man da auch
die wertvolleren Ressourcen findet, da ist natürlich so ein oller Wolf. Okay, die Frage ist da auch. Ist der Wolf noch da oder ist er inzwischen despawned? Fragen über Fragen. So, jetzt haben wir aber auch... Joa. Hier war das, oder? Nee. Wieso habe ich hier denn nicht? War das auch so ein Bauunfall? Ich habe inzwischen keinen Überblick mehr über nix. Ich glaube, da unten... Ja, genau, da unten ist die böse Stelle mit dem Wolf. Meine Güte. Ja, schnell alles ausleuchten, bevor hier irgendwas spawnt. Sand. Mal gucken, ob wir da rauskommen, wo ich denke. Oder ob wir wieder so hoch sind, dass das ein See ist. Nice. Haben wir noch gar nicht. Sind wir schon in einem anderen Biom jetzt? Nein. Okay. Ach, hier geht's auch noch weiter. Geräuschverursacher sind nicht hier. Es geht auch wieder nur rauf. Ah, fangen. Und dann rollen wir das Feld von hinten auf. Von hier. Judy. Aber Leute, ich brauche mal ein kurzes Päuschen. Nächstes Mal legen wir genau an dieser Stelle wieder los. Merkt euch dieses Bild. Ich danke euch fürs Zusehen. Auch wenn wir diesmal eigentlich nur gebuddelt haben. Und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Und sage, bis dahin. Ciao.